Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play. Wir spielen heute Shining Soul 2. Noch nie von gehört? Das war mir klar. Aber ist kein Problem, deswegen könnt ihr es ja heute euch angucken. Ein Action-Rollenspiel aus dem Hause Sega. Sega, ja. Wir zocken gleich mal hier schön natürlich auf Deutsch. Auf Deutsch. So, kurz euch an Shining Soul 2. Jetzt hört man auch wieder richtig schön Sound. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich guck mal gleich. Ja, ich werde gleich wieder. Ich habe den Chat nebenbei offen. Und dann, ja, ich drücke einfach mal Start. Hier schon mal das richtig Geile. Das Spiel hat wirklich einen kompletten Koop-Modus. Richtig geil. Das konnte man auch nie. Habe ich nie spielen können. Weil irgendwie habe ich als einziger echt das wirkliche Spiel haftisch. Wartet mal. Das liegt ja gerade noch hier. Ja, irgendwie habe ich das Spiel als einziger irgendwie gehabt und so. Ich habe es ja auch erst neulich entdeckt, also das Spiel hat keiner mehr. Aber man könnte es halt, jeder hat sein eigenes Spiel mit dem Game Boy Advance Kabel verlinken. Und, jetzt hat sich gerade mein Kabel verhakt. Und man könnte es, komplett zu zweit spielen. Richtig cool, aber naja. Wir zocken heute natürlich den Mehrspieler-Modus. So. So, erste Dings. So, okay, alle meinen jetzt, gut, okay. Soweit dürften die Einstellungen eigentlich auch klappen, wegen der Übertragung her. Asynchron dürfte auch nicht sein, weil das war das letzte Mal, war es auch nicht asynchron. Ich habe da nichts anderes eingestellt. Wir schauen einfach mal. So, bevor ich jetzt aber wirklich anfange, ich muss nochmal einen großen Dank aussprechen an den lieben Nils, Blacky720, denn durch ihn bin ich auf dieses Spiel gekommen. Er hat's ganz lange Zeit, 2012 glaube ich, hat erstmal Let's Played auf seinem Kanal. Vielen von euch sagt er vielleicht Blacky720 noch was, der liebe Nils, sind ja sehr gute Freunde. Und er hat halt Let's Played. Und das fand ich irgendwie so sympathisch. Habe das Let's Play auch vorher reingezogen bei ihm und dann fand ich das Spiel so geil, dass ich mich echt selber holen musste. Weil ich es unbedingt selber spielen wollte. So, ihr seht, es gibt hier, hier gibt es 8 Spielstände, denn es gibt auch 8 verschiedene Klassen, mit denen man anfängt. Rollenspiel halt, ist ja klar. So, ich lese einfach mal alle vor, aber ich weiß tatsächlich schon, welche Klasse ich nehmen möchte. Bitte such dir einen Charakter aus. So, da haben wir den Erik, den Krieger, ein Experte im Nahkampf, gut ausgeglichen, kennt man. Denn hier die Zauberin, Expertin für Magie, nutzt verschiedene Zauber. So, ein Zacks. Schlägertyp, stark und flink, jedoch mit etwas zu wenig Abwehr. So, legt Ungeheuer mit schnellen Manövern rein. Sehr schnell, der Ninja. So, dann hier der Schwarzmagier. Halb Vampir, halb Mensch, nutzt Dunkelzauber. Okay, und hier haben wir die Priesterin, hilfreich und tapfer, nutzt Unterstützungsmagie. Hier haben wir den Dragonute, zermalmt Feinde mit kraftvollen Schlägen. So, und natürlich, wen nehme ich natürlich? Den Bogenschützen, weil der total wie Link aussieht. Ja, mit diesem Bogenschützen werde ich das Spiel spielen. Experte des Fernangriffs, der ist übelst cool. Bewegt sich flink. So, wir nehmen natürlich hier, da ist hier noch Arwen oder so. So, wartet mal. Aber alle Klassen sind echt cool. Nils hat zum Beispiel damals halt sein Let's Play mit dem hier gemacht, der war auch sehr geil. Also die haben alle irgendwie... Guck mal, wie charmant das einfach schon aussieht hier. Er putzt hier seine Klingen und so. Er sitzt hier rum, alle im Lagerfeuer. Er pennt hier und ihm ist alles scheißegal. So, dann sucht ihr eine Farbe aus. Standardfarbe ist ja auch ganz schick. Dann gibt es den in so blau. In so ganz merkwürdiger Farbe. Farbe 4. Naja. Ich nehme aber immer am allerliebsten nämlich Farbe 10. Weil da ist er richtig schön blond. Und dieses graue Outfit passt irgendwie. Sieht sehr, sehr schick aus. Ja, ich nehme immer Farbe 10. So, dann mache ich jetzt mal meinen eigenen Namen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mal gucken, ob ihr das auch so seht. Aber ich finde echt, das ist ein richtig rundum kleines, charmantes, perfektes Spiel einfach. Ich finde es so unglaublich cool. Bloß, ihr werdet es merken, die deutsche Übersetzung ist mal wieder ein bisschen kacke. Aber naja, wenigstens ist es überhaupt deutsch. So, ich nenne mich jetzt Marcel. Und jetzt, weil ich mich jetzt Marcel nenne, dürft ihr gleich jetzt nicht verwundert sein. Denn, naja, ihr werdet es gleich sehen. Zack. So, ja, nein, Gott, das ist ein voller an Golden Sun. Also das erinnert jetzt wirklich an Golden Sun. So, ja, Marcel ist richtig.
Okay, Leute. Dann jetzt die Vorstory. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, ehe hier jetzt die Vorstory losgeht. Wir sehen ein schummriges Buch. Aber gleich wird jemand es öffnen und daraus jetzt... Wow! Das Spiel ist irgendwie echt... Es hat auf jeden Fall übelsten Charme. Übelsten Charme. So. Feuer knistert in der Ecke. So. Jetzt erfahren wir mal ein bisschen was von der Vorstory. Ich hoffe, ich kann schnell genug lesen. Oh, ein Anime-Game! Der dunkle Drachen wurde besiegt. Drachen. Und das Licht kehrte in die Welt zurück. Die vier Helden wurden bejubelt. Was, vier Helden? Ich spiele bloß alleine. Die Menschen waren dankbar, dass Frieden einkehrte. Und die Legende des Helden des Lichts wurde wahr. Im Laufe der Zeit jedoch verbesserte sich das Leben der Menschen und die Legende wurde vergessen. Genauso verblasste ihre Dankbarkeit und die Menschen sahen das Licht als selbstverständlich an. Oh, nein! Jetzt pass auf, Leute, pass auf. Gleich ist los. Vielleicht müsst ihr das hören. In einer friedlichen Stadt stand ein alter Herr und predigte eine hetzerische Prophezeiung. Brüder und Schwestern, seht nur, der Kristall ist trübe! Der Legende nach wurde die Dunkelheit besiegt. Ach, es endet noch? Es endet noch? Aber das Licht wird außer Kontrolle geraten und schließlich der Dunkelheit den Auftrieb wiedergeben! Ja, die Vernebelung D-Punkt-Kristalls sagt die Zukunft voraus! Das Gleichgewicht der Welt wird bald zusammenbrechen! Er spricht in Abkürzungen, spricht erstmal voll D-Punkt. Der alte Prophet sprach weiter mit den passenden Passanten. Was macht der denn jetzt? Aber diejenigen, die die Legende vergessen hatten, achteten nicht auf die Worte des Propheten. Traurigerweise in den Augenblick war das Ende des Friedens und Wohlstands sehr nah. Wie schon der Prophet weissagte, war das Gleichgewicht zwischen Dunkelheit und Licht verloren gegangen. Das Licht wurde zu stark und Dunkelheit herrschte wieder. Oh mein Gott. Wer ist denn das? Wie sieht er denn aus? Meinst du, heult der? Hat der da Tränen? Ein Alchemist, ein Diener der Finsternis, erschien. Er hieß Gillespie. Gillespie lockte den alten Propheten in die Außenbezirke der Stadt. Wohl verschwunden. Ganz toll. Zerschmetterte den Kristall, der vor der Dunkelheit warnte, und nahm der Welt einen großartigen alten Opa. Ja, Story ist ein bisschen sehr Rollenspiel abgespaced, ne? Als Mitglied eines dunklen Ordens, bekannt als Chaos, musste Gillespie als Chaos, deshalb reiste er zum Klantol-Schloss. Oh, der Böse reiste zu Klantol. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Musik. Raffiniert freundete er sich mit Ritter Deathheart an, der dem König Marcel über alles vertraute. Deathheart, die verbotene Frucht. Danach verließ Gillespie jenen Länder. Manche Bilder sehen voll komisch aus. Die verbotene Frucht, einfach so. Deathheart vertraute Gillespie nicht und aß die Frucht nicht, bis ihn eines Tages seine Neugierde packte. Scheiß Neugier, Alter, ist wie eine Katze. Und er probierte die verbotene Frucht. Und Leute, das meinte ich mit nicht verwöhnen lassen. Jetzt komisch abgebissen. Nicht verwöhnen lassen, denn König Marcel, der heißt im Spiel wirklich Marcel. Das bin jetzt nicht ich. Das bin jetzt nicht ich, weil ich mich auch Marcel genannt habe. Das ist halt echt der König in dem Spiel. Der heißt Marcel. Das ist das Spiel so geil. So. Eines Tages hielt König Marcel von Klantol ein Turnier ab. Es sprach sich herum. Und diejenigen, die Helden werden wollten, nahmen teil. Ein jener Möchtegern-Held namens Marcel, ja, ist aber doppelt gemoppelt, machte sich zum Kolosseum in Außenbezirk Klantols auf. Es war, als ob Marcel durch eine versteckte Kraft vom Turnier angezogen wurde. Natürlich. Gott, da bin ich, hallo! Ey, hallo! Na, ich bin Boken, ein Abenteurer. Boken? Wie heißt du? Wie der König. Marcel? Schön, dich kennenzulernen. Ich hörte, der König veranstaltete ein Turnier und er heißt genau wie du. Was, echt? Yes. Marcel, du nimmst auch dran teil?
Du scherzt. Läuft immer noch automatisch, ich kann jetzt nicht wegdrücken. Ich bin gerade auf Abenteuerjagd, aber dieses Gebiet ist... Oh nein, es ist wieder hier. Pudding, ich war es gerade los. Mann, es ist aber hartnäckig. Du kümmerst dich darum? Ja, logisch, Mann. Aber weißt du überhaupt, wie man kämpft? Ja, klar. Marcel, kann ich deine Stats mal sehen? Deine Stats? Lass mal gucken, deine aktuelle Erfahrung ist... ach so, gerade angefangen. Wenn du aufpasst, wird's schon klappen. Wir sind jetzt komisch, ey. Nähere dich dem Ding nur und drücke und greife mit A an. Yeah! Was? Down. Und gleich ein Level up. Super, das war genial. Du hast viel Erfahrung gewonnen. Bist du ein Level aufgestiegen? Aber das alleine macht dich noch nicht stärker. Denk daran, prüfe den Status beim Levelaufstieg. Wenn du mehr Status und Talentpunkte hast, wirst du in der Lage sein, deinen Charakter zu stärken. Drücke Start, um das Menü zu öffnen und wähle Status, um deine Punkte zuzuordnen. Ordne jedem Punkt nach Belieben zu. Jedoch, wenn du ein Zauberspruchbuch ausrüstest und einsetzen willst, musst du die passende Fähigkeit zunächst erhöhen. Aber das ist nur wichtig, wenn du magiefähig bist. So, zack, schnell das hier noch eingesammelt. So, ich level mich gleich mal. Voll die geile Mucke hier in so einem Dings. So, Leute, wir haben hier den Status. Wir kriegen mit jedem Level up 4 kleine Punkte, die wir hierauf auf die 4 Attribute verteilen können. Geile Mucke, ey. Die wir darauf verteilen können und, Initiative beeinflusst Magie und Zauberschäden, was bei mir jetzt da oben auch SP ist. Der orange Balken wird dadurch erhöht. Stärke erklärt sich von selbst, Geschwindigkeit auch, beeinflusst Treffer und Ausweichquote. Und Vitalität macht HP höher. Und ich gehe erstmal, glaube ich, erstmal auf Stärke, weil ich brauche noch nicht ganz, brauche ich erst später. So, und dann auch noch ein bisschen auf Vitalität. So, genau, zack. Und dann hier, guck mal, ihr seht, ich habe da oben ein Smiley-Face, ein Smiley. Das ist aber mein Talentpunkt. Ist mein Talentpunkt und die kann ich hierauf verteilen. So, man kriegt auf jeden Fall nicht alles voll, ja, mit einem normalen Durchspielen. Und ich werde für den Bogenschützen, werde ich auf jeden Fall Bogen an sich, Speer nicht. Speer ist eine zweite Fernwaffe, aber es reicht komplett aus, wenn man sich auf den Bogen konzentriert, auf eine Waffe. Also Speer wird überhaupt nicht investiert, keine Punkte. Reichweite ist sehr wichtig, aber auch später. Verzaubern habe ich auch nie gemacht, weil es irgendwie ist auch nicht so wichtig. Antifliegen ist sehr, sehr cool. Schaden an fliegende Einheiten erhöht sich. Beschwören habe ich auch nicht gemacht, aber kritisch ist sehr wichtig und Heilung. Und ich mache als allererstes immer Heilung, weil sobald das einmal aktiv ist, heilen wir uns von alleine, nach einer Weile. Da kann man, wenn man an einem starken Gegner ist oder so, kann man sagen, oh, ich bleibe jetzt erstmal ein paar Minuten stehen, dann bin ich wieder voll geheilt. Und das ist geil. So, solange man noch in dem Menü ist, kann man immer wieder korrigieren. Ja, aber geht man einmal fertig raus, dann geht es nicht mehr zu korrigieren. Also muss man sich gut überlegen. So, Level 2, na dann, tschüss, Bogen. Bogen, folge diesem Pfad nördlich, um zum Kolosseum zu kommen. Siehst du es in der Ferne? Tja, ich muss mich mit meinem nächsten Abenteuer loslegen. Tschüss, Mann. Yeah. Das Spiel sieht so cool aus, ey. Das sieht so aus. Alles Gute und tschüss. Wir sehen uns wieder. Oh ja, wir sehen uns wieder. So, wir sind jetzt also am Turnier und wollen da teilnehmen. Das war in Ordnung. Du kannst gehen. Da ist König Marcel. Der Nächste, bitte. Wow. Marcel, bist du fertig? Meinen Sie mich? Nein, König. Nein, Euro Hoheit. So. Dann ist jetzt auch nur Show. Da kann ich nichts machen. Fangt an! Death Heart. Ist das alles, Mann? Oh, oh. Yeah. Das kann auch anders ausgehen. Zum Beispiel jeder Charakter... Oh. Kann ich skippen? Eine Störung! Aber wir haben ein Problem! Entschuldige die Störung, wir haben ein Problem! Prinzessin Camille ist nicht auffindbar! Was? Meine Tochter Camille? Tut mir schrecklich leid! Aber das Turnier endet hier! Oh... Ich verstehe. An alle, wir setzen es an einem anderen Tag fort. Das war's für heute. Liebe Leute, Death Heart, komm mal ganz schnell her. Ja, komm mal ganz kurz her. Ich muss mal mit dir reden. Jawohl, mein Herr. Er hat der einen krassen Bart. Und er ist ein Centaur. Entschuldige die Dringlichkeit, aber bitte.
Bitte findet Camille, bring meine Tochter zurück. Ich verstehe, mein Herr. Ist schon okay. Mein Herr, noch eine Sache bitte. Wo ist mein Geld? Verstehe. Die kleinen Bilder, ey. Wenn du es so sagst, naja, wird es auch so sein. Ja, mein Herr, na dann. Tschüss, Mann. Okay, wir haben natürlich auch noch was hier. Alle sind gegangen, außer Marcel. Marcel! Ja, Marcel? Das ist ein guter Name. Ach, sag bloß. Dass gerade du das sagst. Nachdem er dich kämpfen sah, sagte Deathheart mir, dass du ziemlich begabt bist. Ist ja geil. Ich lasse dich von einer Wache zum Schloss begleiten. Keine Angst, oder gleich ist los. Bitte komm mit mir in den Thron. Sei es alt noch Intro. Intro-Story. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mein Namensvetter. Okay. So, Marcel, da wären wir. Oh, hallo, liebe Wache. Das ist Schloss Klantul. Schick. Bitte folge mir. Doch. Hallo, alter Sack. Hallo, komisches im Kreis rennendes Kind. ADS oder was? Hallöchen, königliche Familie. Danke, dass du so weit gekommen bist. Beeindruckend. Was ich sagen wollte, der Kampf gegen Deathheart, das sah ja jetzt so aus, als hätten wir gewonnen. Das ist von wegen, wir haben ihn ja zurückgedrängt. Kleines Ausrufezeichen über ihn und so von wegen so, oh, wow, wow. Aber das geht auch anders. Das ist jetzt nur, weil ich halt diesen Bogenschützen hatte. Nils hat damals ja diesen anderen genommen, diesen Schlägertypen. Und der hat so gesehen quasi verloren. Da wurde der Schlägertyp so zurückgedrängt. Richtig krass. Keine Ahnung, warum die da so ein Detail reinlegen, aber naja. So, danke, dass du weggekommen bist. Beeindruckend. Dieses Land, Klantol, war als friedlich bekannt. Aber in letzter Zeit hat sich die Lage deutlich beschissener gestaltet. Der Kristall des Lichts, der königliche Schatz, ist trübe. Sein Glanz hat immer den Frieden gezeigt. Aber jetzt, wo er trübe ist, ich habe Gerüchte über Goblin-Aktivitäten unweit von diesem Schloss gehört. Scheinbar fühlen sie etwas im Schilde. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie dieses Schloss angreifen würden. Es sind aber bloß Goblins. Was wollt ihr denn? Werdet ihr nicht mit Goblins fertig? Noch etwas beschäftigt mich. Meine Tochter Camille, nicht die aus Fire Emblem Fates, aber vielleicht wird sie es ja mal, wird vermisst. Natürlich suchte sie Deathheart. Momentan. Vielleicht wird sie in der Goblin-Festung festgehalten. Schatz, du machst ja zu viele Sorgen. Camille ist okay. Denkst du? Aber sie ist so leichtsinnig. Jedenfalls durchsucht die Festung bitte. Wenn sie einen Angriff planen, dann Marcel, ich überlasse dir alles. Man hat ja viel gelabert, oder? Naja, gut. Gut. Du. Wir können uns wieder bewegen, wir sind hier im Schloss. Wer sind sie überhaupt? Ah, Marcel, hallo. Ich bin Königin Yvonne. Moment mal, oh, wenn er Lina rauskriegt. Ich nenne sie einfach Königin Lina. So. Nett, dich kennenzulernen. Es wäre schön, wenn ich irgendwie helfen könnte. Aber ich muss diese Sache jüngeren Menschen wie dir überlassen. Meiner Tochter Camille geht's bestimmt ganz gut. Sei bitte vorsichtig während der Durchsuchung der Festung. Falls du ermüdest, komme sie jederzeit zurück. Was ist für eine Mutter? Ich kann meine Tochter nicht retten. Dafür bin ich zu alt. Aber wo, sie sieht ganz schön jung aus. Sie hat ja noch blonde Haare. Und was ist mit dir, Marcel? Stehst du auf Jüngere oder was? Ach, naja, weißt du, Marcel, unterschätze nie die Goblins. Wir wissen, dass sie in Gruppen kämpfen. Kann auch sein, dass sie Camille gefangen halten. Meine Zähne fallen wieder raus. Tschüss, Mann. Vielleicht planen die Goblins etwas unter uns. Ja. So. Hier ist aber wie so ein alter Sack. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich rede hier einfach nicht jetzt mit allen. Aber das Schloss. Ich meine, das Spiel hat übelst viele Secrets und Geheimgänge. Ist richtig geil. So, und auch Bonus-Dungeons. Also hier gehe ich erstmal später rein. Guck mal hier. Hier ist so ein Sammelkartenalbum. Weil die Gegner lassen mitunter auch Sammelkarten fallen. Und dann kann man die hier einfach schön sammeln. So ein kleiner Sammelaspekt. Natürlich lassen sie die Karten random fallen, weil ich auch immer so geil ist. Da kannst du dich tot suchen. Aber guck mal hier. Okay, hier jetzt nicht. Aber es gibt halt auch echt versteckte Gänge. Nach links und rechts und sowas. Alles hier jetzt noch nicht, aber... So, und hier, mit die Musik auch nicht mit allen reden, sind meistens, ich schlafe eine Runde, jetzt sind meistens hier noch so Tutorial-Leute. Tutorial-Leute von wegen, ja, wusstest du, dass du das machen kannst und so. Ich gehe trotzdem mal hier an den Wänden lang. Weil manchmal gibt es halt echt Geheimgänge, dann kann man da einfach so langlatschen. So.